Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Jetzt im Herbst werden die Heizungen wieder in Betrieb genommen, aber kennen Sie das auch, wenn der eine Raum zu kalt und der andere vielleicht zu warm ist? Woran das liegen kann, das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir sind heute in der Chefau bei wunderschönem Wetter beim Haus einer Familie. Dieses Haus ist ein neues Haus, ein Einfamilienhaus, und trotzdem hat die Familie Probleme, dass es richtig warm wird. In manchen Räumen wird es zu warm, in anderen zu kalt. Wie und was man hier tun kann und woran das liegt, Zauberwort hydraulischer Abgleich, das sehen wir uns heute an. Dazu haben wir uns den Innungsmeister Andreas Rotter eingeladen. Aber was ist eigentlich ein hydraulischer Abgleich und wofür braucht man ihn? Das ist im Prinzip was ganz was Einfaches. Kann jeder in seinen eigenen Körper nachvollziehen. Dort, wir haben Ohrpumpen, das ist unser Herz, und unser Herz versorgt unseren ganzen Körper. Genauso ist es bei einer Heizung. Die Heizungspumpe versorgt das ganze System mit Wasser. So, und damit das gleichmäßig funktioniert, müssen gewisse Sachen einreguliert werden, damit nicht nur der Kopf oder die linke Hand versorgt wird, sondern auch der rechte Fuß bis zum kleinen Zehen. Sonst haben wir Unterversorgung und in dem Fall würde die Wärmeübertragung nicht stattfinden. Im besten Fall wird der hydraulische Abgleich gleich nach der Errichtung eines Hauses gemacht, denn dann fallen keine Zusatzkosten an. Im Prinzip, wenn du ein Gebäude errichtest, dann muss auch der hydraulische Abgleich beinhaltet sein. Und das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für einen Heizungsbauer. Weil wenn ich weiß, dass ich das Haus berechne, installiere, bevor ich den Thermostatkopf aufgebe, reguliere ich das ein und die ganze Sache ist gegessen. Also pro Heizkreis hätte ich jetzt gesagt 15 bis 20 Sekunden, also Aufwand null. Wenn ich das Gebäude neu erfassen muss, in dem Fall Einfamilienhaus, dann brauchen wir den Energieausweis oder die Heizhausberechnung und dann natürlich die Räume, damit ich die Aufstellung weiß, wo ich die Energie hinschicken muss. Und für das Ganze brauchst du zwischen 5 und 6 Stunden. Und dann kannst du zum Kunden fahren und die Parameter vor Ort einstellen. Ich hätte jetzt gesagt, so zwischen 350 und 500 Euro bist vorne dabei. Egal ob Wohnung, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus oder Wohnblock, überall, wo ein Wärmeerzeuger bzw. eine Pumpe und Ventile zum Voreinstellen vorhanden sind, kann ich einen hydraulischen Abgleich machen. Den Abgleich selbst zu machen, davon rät der Experte allerdings ab. Und wenn er sich mit dem Thema befasst, kann er selber machen, aber meistens ist das die Voreinstellung hinter dem Thermostatkopf oder hinter dem Ventil versteckt. Ja? Und wenn du nicht weißt, was du einstellst, dann machst du manches schlechter als besser. Tat ich nicht. Woran man merkt, dass der hydraulische Abgleich nicht gemacht wurde, ist simpel. In manchen Räumen wird es zu warm und manche Räume bleiben kalt. Also das ganze System ist nicht ausgewogen. Der hydraulische Abgleich verursacht weder Schmutz noch zusätzliche Umbauarbeiten. Anfangen haben wir natürlich mit der Heizungspumpen. Da können die Parameter eingestellt, ob konstant oder variabel, und natürlich auch die Wassermenge. Das ist das Allerwichtigste, weil die Wassermenge ergibt sich aus der Heizlastberechnung oder auch aus dem Energieausweis, ganz egal, eins von beiden. Im Prinzip ist die Wassermenge an der Pumpe, ist vorne ein Kopf, der ist voll elektronisch, da stelle ich die Förderhöhe und die Fördermenge ein und auch die Regelungsart, konstant oder variabel. In dem Fall Fußbodenheizung auf konstant, damit ich die Druckverluste ausgleichen kann. Dann gehe ich weiter zum Fußbodenheizungsverteiler, im Unter- und im Obergeschoss, je nachdem, wo er sich befindet, und stellt dort jeden Raum einzeln ein. Die optimale Raumtemperatur ist Gefühlssache. In Wohnräumen, wo nicht gearbeitet wird, wie dem Wohnzimmer, rechnet man durchschnittlich mit 22 Grad, während in Schlafräumen 16 Grad reichen. Das Feststellen, ob der Ausgleich optimal erfolgt ist, ist einfach. Nach der Durchführung herrscht kein Klucks mehr und alle Räume sind gleichmäßig versorgt. Der hydraulische Abgleich. Nun wissen wir, was er ist und was er kann. Und wir als Salzburger AG Energieberatung empfehlen diesen wirklich. Denn neben dem, dass er sich wirtschaftlich rechnet, es ist auch ein Komfortgewinn. Und das Leben in einem Haus mit abgeglichener Heizung ist einfach noch angenehmer. Der Salzburger AG ist es auch wichtig, Kinder und Jugendliche das Thema Energie, Energiesparen und Nachhaltigkeit näher zu bringen. Wir haben verschiedenste Angebote und die sehen wir uns jetzt gemeinsam an.
Was ist eigentlich Energie und was bedeutet schonender Umgang mit Ressourcen? Die Energieberatung der Salzburg AG hilft Schülerinnen und Schülern dabei, diese wichtigen Themen zu verstehen und in den Alltag zu integrieren. Das Schulprogramm wird sowohl für Unter- als auch Oberstufen angeboten, in diesem Jahr allerdings Corona-bedingt mit Einschränkungen. Also es ist von den beiden Schulprogrammen ein bisschen unterschiedlich. Bei den Volksschulen ist ja ein Teil, dass ein Energieberater vor Ort kommt und mit den Schülern aktiv arbeitet. Da müssen wir sagen, das erste Halbjahr, das erste Semester können wir solche Termine mal vorerst nicht anbieten. Schulen, die sich interessieren und es nutzen wollen, sollen sie trotzdem melden. Wir notieren das und kommen auf die Schulen zu, sobald es möglich ist und sich die Situation sich ändert. Bei den Oberstufen ähnlich, aber ein bisschen anders. Oberstufen haben wir auch die Möglichkeit, mit Experten zu verschiedenen Themen, zu vier Themen in die Schule zu gehen. Hier versuchen wir es, über digitale Kanäle einen Teil des Angebots umzusetzen, Input von Experten zum Beispiel über NS Teams anzubieten, um eben die Vororttermine in den Klassen im ersten Halbjahr nicht machen zu müssen. Das Programm der Salzburg AG für Volksschulen nennt sich Energiefresser. Es geht vor allem darum, den Kindern einmal Bewusstsein überhaupt zur Energie, was ist das, zu vermitteln, ihnen dann zu vermitteln, sparsamer Umgang macht Sinn und ein bisschen dieses Stromsicherheitsthema bilden wir auch noch ab. Und wie lösen wir das? Wir bieten den Schulen, den Schulklassen Schulpakete an mit besonderen Lehrunterlagen. Die können sie unverändert haben, trotz Corona kein Unterschied. Und dann eben noch die Möglichkeit, durch einen Energieberater, der tagtäglich mit den Themen zu tun hat, Praxisunterricht zu machen. Bei den Oberstufen haben wir vier Themen. Da gibt es Energie, da gibt es Mobilität, da gibt es Wasser und dann gibt es noch Telekommunikation. Und zu diesen vier Themenfeldern bieten wir Experten an, die mit den Schülern, das sind 15- bis 18-jährige junge Menschen, aktiv die Themen erarbeiten, die vorher mit dem Professor oder Professorin abgestimmt sind. Und im Rahmen eines Workshops kommt ein gewisser Input vom Experten, aber sehr viel eigene Arbeit von den Schülern. Also in den Volksschulen sind es üblicherweise zwei Unterrichtseinheiten, bei den Oberstufen ähnlich auch, wobei das natürlich vom Programm abhängt, das man mit dem Professor oder der Professorin abstimmt. Es kann auch mal länger sein, aber meistens zwei Unterrichtseinheiten. Seit 2019 gibt es beim Oberstufenprogramm die Möglichkeit, digital und interaktiv zu arbeiten. Das ist unser Energized. Hier können also die Schüler mit Tablets, so ein Tablet, eine Fragestellung in einem virtuellen Escape Room bearbeiten und erarbeiten und dabei also hautnah erleben, wie die Theorie, die sie vorher gehört haben, in der Praxis umzusetzen ist. Alle Informationen zu den Schulprogrammen sowie Exkursionen für Schulen finden Sie auf der Webseite der Salzburg AG auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Heute sind wir in der letzten Folge unserer Landwirtschaftsserie angekommen. Wir haben eine Landwirtin in Oberalm besucht. Die hat nicht nur eine PV-Anlage am Dach, sondern auch eine hochmoderne Heutrocknungsanlage. Wie das im Betrieb aussieht, das haben wir uns angesehen. Eigene Energieerzeugung und Speicherung ist mittlerweile auch großes Thema bei den landwirtschaftlichen Betrieben in Salzburg. Mussten Landwirte früher noch auf eine Schönwetterphase warten, um das Heu rechtzeitig einbringen zu können, gibt es heute wesentlich komfortablere Wege. Ja, bei Heutrocknung muss man unterscheiden zwischen der Bodentrocknung, wo man das Heu nur draußen trocknen lässt, oder eben der technischen Heutrocknung, wo das Heu unter Dach dann fertig trocknet wird. Und wir empfehlen auf jeden Fall die technische Heutrocknung, wo man entweder im einfachsten Fall mit einem Lüfter das Futter nur nachbelüften tut. Das geht dann weiter, dass man übers Dach zum Beispiel mit einer Dachabsaugung eine warme Luft vom Dach runterholt und mit der warmen Luft das Heu trocknet. Oder eben auch ganz mit der technisch am höchsten wertige Heutrocknung, dass man mit einem Luftentfeuchter zum Beispiel Tag und Nacht dann für trockene Luft und für beste Qualität dann auch sorgen kann. Maria Wintersteller, Landwirtin aus Oberalm, hat seit einigen Jahren eine Photovoltaikanlage auf zwei Dachseiten und eine Heutrocknungsanlage. Das Herz der Trocknung sind die Heuboxen aus Holz. Auf einem Flächenrost liegt das Heu, dieses wird über einen Ventilator belüftet und gleichmäßig getrocknet. Zuerst haben wir die Heubelüftung dann gemacht und das hat reibungslos funktioniert. Bei uns ist das vom Baulichen her ist das echt gut gegangen auch. Und dann haben wir uns dann angeschaut, dass wir jetzt dann mit der Photovoltaik, dass wir uns auch wesentlich was da sparen. Der Dachdecker hat uns das dann flächenbündig, ohne dass man Dach nachbestellt, hat uns das gleich alles mit reingemacht.
Hier haben wir eine kombinierte Heutrocknungsanlage mit Dachabsaugung und Luftentfeuchter, wo einerseits bei so einem schönen Tag wie heute die Sonnenwärme genutzt werden kann, aber eben die Sonnenwärme haben wir nicht immer zur Verfügung und deswegen können wir mit einem Luftentfeuchter auch beim schlechten Wetter dann Heu trocknen. Also mein Mann fährt raus, der macht es an und der kreiselt und fährt nachher ein. Und das müsst ihr euch so vorstellen, das ist wie so eine Fritteusen, so eine Luftfritteusen, die schmeißt man da rein. Und da warten wir so, bei uns ist es halt 1-2 Nacht, wesentlich wie halt das, wie feucht das halt ist. Und das fängt dann eh schon so zum Riechen und schauen mal, wie das nachher schon ausschaut. Und da fährt man mit dem Kran so rein und dann merkt man eh schon, es ist schon so, es kreischt schon, es knistert schon und es riecht auch schon ganz anders da und die Farbe ist schon ganz anders. Die Kirsche schmeckt sich nicht gut und es riecht auch voll gut, das Heu und so knusprig. Die Vorteile einer Heutrocknungsanlage sind vielfältig. Einerseits ist es natürlich die Futterqualität, dass man für den Winter dann beste Futterqualität hat. Auf der anderen Seite ist es auch ein gewisser Komfort. Auf gut Deutsch, das Bauchweh fällt weg, wenn man draußen mähen kann oder nicht. Im Bereich Heutrocknungsanlagen gibt es auch diverse Fördermöglichkeiten. Es gibt die Salzburger Landesförderung, die relativ unkompliziert ist. Die kann bis 60.000 Euro netto in Anspruch genommen werden. Und da können alle Themen für die Innenmechanisierung können da sehr gut gemacht werden. Und da ist die Heutrocknung genau mit drinnen. Alle Informationen zum Thema Heutrocknungs- oder Photovoltaikanlagen erhalten Sie bei der Landwirtschaftskammer Salzburg und der Energieberatung der Salzburg AG. Alle Informationen zur Energieberatung finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Wir wünschen einen schönen Start in den Herbst und wir sehen uns alle 14 Tage neu bei World Changer.